Ja, hallo, ich bin Charles Kamschan, heute mit einem neuen Video und hier hinter uns sehen wir unser eigenes Auto aus der GTA 5 und heute werde ich richtig viele Autos verkaufen und damit extrem viel Geld verdienen, Leute. Wir haben in den letzten Tagen wirklich extrem geile und neue Autos getuned. Jetzt müssen wir eigentlich nur warten, bis die ersten Kunden kommen und da kommt, glaube ich, auch schon der erste. Wir gehen mal direkt rein, Leute, und dann können wir ihn hier eigentlich direkt empfangen. Guckt euch mal bitte an, wie viele Autos wir hier mittlerweile haben, Freunde. Das ist ein halbes Vermögen, das sind so viele Autos, das ist geisteskrank. Herzlich willkommen bei Study Performance. Was kann ich dir tun? Helf mal, was wollen Sie? Guten Tag. Ich will kein Auto kaufen. Sie wollen ein Auto kaufen? Gar kein Problem. Ja, für welches Auto interessieren Sie sich? Gucken Sie sich gerne mal um. Fragen Sie nach Preise, weil Leute... Was kostet der? Der kostet 150 Millionen, aber eigentlich unverkäuflich. Was kostet der? SLS hier ist der Preis aktuell bei 15 Millionen. Ja. Du Heiliger, komm, was kostet der hier? Der ist schon bezahlt. 55, mindestens 70 Millionen eigentlich. Leute, mehr Sag eigentlich. Sag mal, was ist denn los mit dir? Was kostet der hier? Der ist günstig, den kann ich Ihnen anbieten für 2,5 Millionen. Ach du Heiliger, komm, der hier. Der ist auch günstig. 80.000? Hä? 80.000? Bro, hier. Das ist ein BMW M6, Bro. Wie kommst du hier auf 80.000? Ja, komm, 120.000. Nein. Also mindestens 800.000 will ich dafür haben. Mindestens. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Dann gehe ich wieder zu Blackjack Performance. Hä? Bro, wer ist denn jetzt dieser Blackjack Performance? Ist das hier ein Auto? Ja, komm. Ist das hier ein Autohaus komm, oder was? Komm, Max, die anderen Leute kannst du abziehen. Mich kannst du nicht abziehen. Ey, das sind faire Preise. Das sind noch... Am Ende willst du noch für den Cullinan hier 1 Million haben. Bro, das ist ein getunter Cullinan Rolls-Royce Cullinan Novitec. Der kostet so alleine schon 600.000. Was laberst du? Ja, komm, ich weiß dir noch. Schönen Tag noch. Ey, Leute, was ist das denn für ein Hater gewesen? Der checkt einfach nicht, dass echte Marken in GTA deutlich teurer sind als irgendwelche GTA-Autos. Na klar, ich kann auch langweilige GTA-Autos verkaufen, dann sind die Autos auch deutlich günstiger. Hallo, der Herr. Oh, was haben Sie denn hier? Let's go! Herzlich willkommen! Sie sind aufgestiegen als VIP-Kunde. Was kann ich... VIP? Ja, VIP, was kann ich für Sie tun? Oh, Autokaufe. Ja, genau, super Autos. Ja, viel PS. 4 PS haben wir, Leute. Der will 4 PS haben, wir haben mehr als 4 PS. Hier haben wir einmal unseren Bugatti Sport Extreme, Bro. Und das Auto... Smart Spur. Hä? Bro, das Auto kostet 3500 PS? Nee, zu wenig. Da hat ja Amir mehr. Amir hat mehr. Okay, warten Sie. So, hier hinten haben wir unsere speziellen Exemplare. Gucken Sie mal hier, ja. Oh, leucht Lamborghini. Oh, sehr schön. Ja, gefällt mir. Ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Leute, ich würde sagen, diesen leucht Lamborghini. Es ist natürlich immer schwer, so eine Preise aufzurufen für so eine Autos, aber sie gibt es halt nur einmal. Ich würde persönlich jetzt sagen, ich sag ehrlich, Sie können das Auto für 80 Millionen mitnehmen. 7 Millionen? 80 Millionen! Ey. Nicht 70. Nee. 7 Millionen. Peso oder Dollar? Dollar! 80 Millionen Mann, Dollar! Ich habe Peso dabei! 80 mal Peso! Hä, Peso brauche ich nicht, Mann! Peso, Leute, Peso ist viel weniger wert. Das ist Inflation in Argentinien. Ich glaube, Argentinien ist doch die Währung, ne? Ist das die Währung aus Argentinien? Ja, Argentinien! Ja, Messi. Das, die Währung ist nichts mehr wert. Die ist Inflation, nichts wert. Ich brauche Dollar. Hier, oder wir haben hier noch unseren, ich nenne ihn den Killer Lamborghini. Oder High Lamborghini besser gesagt, hier in Rainbow mit einer Superfunktion. Hierbei handelt sich der aktuelle Handlungspreis bei 70 Millionen Interesse. Ja, Probefahrt. Ja, okay, kein Problem. Ich fahre dann das Auto mal raus, Leute. Das ist gut, dass der eine Probefahrt machen will, weil ich sage euch ehrlich, sobald die Leute eine Probefahrt haben, ist es eigentlich relativ sicher, dass sie auch das Auto kaufen. Und ich denke mal, hier hätten wir eine gute Chance. Probefahrt bei so einem teuren Wagen, aber nur in Begleitung von Stani Performance. Das spricht sich natürlich von alleine. Kein Problem. Kein Problem, mache ich. Bitte, sind Sie schon so eine Autos mal gefahren? Das ist sehr... Natürlich. Okay, sehr natürlich. Gut. Natürlich. Ich kann das. Sie wissen, das Auto hat sehr viele... Wow. Hey! Alles, das war nicht meine Schuld. Ja. Das war seine Schuld. Alles gut. Wir fahren jetzt noch mal langsam los. Ich kann alles reparieren. Wie gesagt, wir reden hier bei diesem Lamborghini. Extra getuned von Stani Performance. Man sieht hier, es hat hier Sturz, haben wir eingestellt. Alles drum und dran. Der ist schnell. Ja, der ist sehr schnell. Full auf Performance getuned. In der Kombination Matt
und Rot ist das Auto sehr, sehr aggressiv. Es ist so ein One-of-One und das Auto aktuell für den Preis 70 Millionen. Sag ich ehrlich. 70 Millionen, das ist ein guter Preis. 70 Millionen, ich gebe mal ein bisschen Gas, ja? Ja, geben Sie mal ein bisschen Gas. Mal gucken, okay. Aber ein bisschen vorsichtig hier. Das ist Blade, das ist Blade. Vorsichtig, habe ich gesagt. Ja, ist vorsichtig. Jetzt andere Straßenseite wieder. Ja, ja. Ja. Wow, der fährt die ganze Karre kaputt. So, bitte einmal zum Autohaus zurück. Hier sehen Sie direkt unser Schild, Study Performance. Ah, mach ich. Kenne abgezogen. Warten Sie, Kenne abgezogen. Moment. Oh, Bro, was ist das für ein Typ, Leute? Das ist doch kein SUV, mit dem man hier überall rüberspringen kann. Bro, das ist ein Supersportwagen. Ich kaufe das. Ja, sehr gut, Leute. Wenigstens kauft der Mann. Das ist mal wenigstens eine gute Information. Ey, ist egal. Ja, wenn Sie... Hey, der Herr hier. Hä? Ja? Sie wollen das Auto verkaufen, habe ich mitbekommen. Ich kann Ihnen ein gleiches, was ähnlich ist, für 10 Millionen verkaufen, wenn Sie wollen. Was? Black Jack Performance. Kommen Sie mit. Oh, direkt. Warte. Komm mit. Ich fahre Ihnen. Ja, komm mit. Alter, Bro, wie ist dein Name? Nur ein neues Auto aus hier. Ich wünsche was. Alter, Leute, was war das denn gerade gewesen? Bro, was war das denn jetzt gerade gewesen? Ey, der Typ hat mir ein... Oh, warte mal, jetzt muss ich erstmal hier das Auto wegfahren. Ey, das Auto müssen wir auch erstmal in die Werkstatt bringen. Das hat er ja komplett auseinandergenommen. Was ist das denn? Und wieso kommt hier irgend so ein Typ und hat den Kunden abgeworben, Leute? Was ist das denn? Ich glaube, ich drehe hier durch. Ey, da, ich sag euch ehrlich, da werde ich jetzt direkt mal hinfahren und da werde ich mal eine kleine Ansage droppen. Weil, ich sag mal so, ich habe kein Problem, wenn es hier andere Autohäuser in der Stadt gibt. Aber dann mir so frech die Kunden wegzunehmen, Leute, das geht ganz und gar nicht so. Wir werden erstmal das Auto hier parken. Oder ich werde direkt mit dem Auto, Leute, zack, ich hab's repariert, Leute, werden wir direkt mal zu dem dahin fahren. Weil ich sag euch ehrlich, das Auto macht wirklich schon einen aggressiven Eindruck. Falls wir damit vorfahren, glaube ich, wird der Autohausbesitzer direkt die Hosen voll haben. So ein Ding ist das nämlich. Überlegt mal, so ein Auto kommt euch angefahren, Leute. Was macht ihr als erstes? Ich sag euch ehrlich, ich würde meine Beine in die Hände nehmen und abfliegen, Junge. So, ich muss mal gucken, welches Autohaus das war, Freunde. Der Typ kam mir nämlich jetzt nicht unbedingt bekannt vor. Aber was ich weiß, weil wo wir unser neues Autohaus kaufen wollten, stand nämlich das zur Vermietung. Oder es wurde gerade vermietet. Und es könnte sein, dass jetzt hier mittlerweile Leute drin sind und aha, guck mal, das, ja, Bro, das ist ja hier auf jeden Fall, oh, Leute, ich will jetzt natürlich nicht mehr Lamborghini direkt Schrott fahren. Was ist das denn für Hayopaida, Leute? Hey, jo, was? Bist du der Standardskill oder was? Nee, ich bin hier Kunde vom Autohaus. Nee, ich kenne dich, wir haben ein Poster von dir. Wir wollen dich hier nicht. Ey, was seid ihr denn für Luftpumpen, Alter? Luftpumpen, sagst du? Junge, ich will mal hier mit dem, beruhigt euch erstmal hier. Ich will jetzt erstmal hier mit. Pumpe. Ja. Was sagt der da zu dir? Mach einen Schritt näher ran, dann kannst du nur noch so. Ich will einfach mal mit eurem Chef reden, ist das möglich? Ich bin der Chef. Wer ist der Chef? Ja, ich, was willst du, Junge? Ja, aber der Typ mit dem Anzug sah ein bisschen anders aus. So, ich sag dir eins, Alter, letzte Warnung. Ich habe kein Problem mit eurem Autohaus hier. Leute, ich sag euch ehrlich, wenn wir mal richtig viel Geld haben, werden wir das Autohaus kaufen. Von daher gar keine Frage. Ich habe kein Problem, dass ihr Autos verkauft, aber wenn ihr meine Kunden auf meinem Hof... Ja, du verkaufst auch Autos, hä? Ich verkaufe auch Autos, ja. Ist das dein Auto, ja? Ja, das ist mein Auto. Bro! Ist auf unserem Platz hier. Ist so! Willst du ein paar haben, hä? Oh, lieber Mann! Bro, das sind zwei Leute, ich hab keine Waffen dabei. Ich hab keine Waffen dabei. Erzähl dich, Mann! Hier, Junge! Hier, warte mal. Wow, Alter, okay. Bro, oh mein Gott, Leute, die übertreiben absolut. Die schießen direkt auf mich. Was ist das denn, Junge? Alter, die drehen ja komplett durch. Was sind das denn für Banausen, Leute? Das sind ja richtige Rabauken. Guck mal, die haben den Platten geschossen. Ja, alles klar, okay. Okay, Leute, jetzt werde ich erstmal... Alter, ich lasse mir das nicht gefallen, sage ich euch ehrlich. Leute, ich glaube, wir müssen uns mal ausrüsten, kurz bei unserem Autohaus. Und dann werde ich mal da ein bisschen mal den alten Stani zeigen, Junge. Leute, ich lasse mir nichts mehr gefallen. Das habe ich euch mehrmals gesagt, Junge. Da werden wir mal ein bisschen Action machen. Ey, Leute, ich sag euch, wir werden jetzt erstmal reingehen. Dann werde ich mich jetzt ausrüsten. Da werde ich jetzt da mal eine kleine Ansage droppen. Nämlich, ich werde da jetzt auch mit einer Pistole hinfahren. Falls sie mich nochmal angreifen sollten, werde ich nämlich jetzt zurückschießen. Ist mir komplett egal. Hände hoch, Mann! Hände hoch! Ey, was? Bro, was wollen die denn jetzt hier? Hausfriedensbruch bei uns. Ey, aua! Ey,
was soll das? Hör auf damit! Bleib stehen, Mann. Ey, lass die Autos in Ruhe! Bleib stehen hier! Ey, ja, ich beruhig mich. Ey, Mann, lass doch meine Autos in Ruhe. Was soll das, Junge? Alles gut. Ey, Mann, nein, Leute. Lass uns hier mal... Ich kann mit dir mal Spaß haben. Los! Alter, ey, das wird... Bro, ihr wisst, wie ich kenne, ne? Ihr wisst, hier mit der Machete, schön. Alter, hör doch mal auf hier! Schönes Gold hast du hier. Ey, ich sag euch ehrlich, ihr wisst, wie ich mich kenne, ne? Na, wenn du noch mal hier meinst, bei uns Faxen zu machen, du hast genug Geld verdient. Du machst bald den Laden hier zu. Alter, was seid ihr für Hater, Junge? Eklig, Junge, euer Verhalten. Ich hab euch nichts getan. Hey. Ich wollte normal mit euch reden und was ihr gemacht habt. Danny! Ja? Zahlt die Versicherung an den Scheiben auch Schusslöcher? Alter! Lass abhauen. Habt ihr die Message verstanden? Alter, Leute, was ist das denn? Ey, Leute, jetzt reicht's. Ich sag euch ehrlich, die haben jetzt leider ein bisschen übertrieben. Ich werde jetzt, ihr wisst, wir werden jetzt zu unseren Mitbesitzer Touren fahren, weil wenn ich das Touren erzähle, was hier schon wieder in der Stadt abgeht, dann wird der absolut krank durchdrehen. Dann wird mir gleich das nächste Autohaus gehören, weil ich kann das nicht mehr, Leute. Ich sag euch, klar, ey, das sind zwei Leute und es werden wahrscheinlich noch mehrere sein. Das ist wahrscheinlich so eine Autoschieber-Mafia und das wird Touren nicht gefallen. Dass sie hier Geschäfte machen ohne Touren sein Einverständnis und dann gleichzeitig mich noch angreifen. Der wird jetzt komplett durchdrehen, glaube ich. Mal gucken, was der dazu sagt, Freunde. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Ich bin auch mal gespannt, was Touren da unternehmen wird. Und ob er überhaupt was macht. Ey, Touren! Hey, Alter, was schießt du auf mich? Nix, hab ein neues Baby hier zusammengebaut, Ospas. Was ist das denn für ein... Das ist ja voll der Müllwagen, Touren. Ja, es ist doch nur für Spaß, Mann! Ja, Touren... Guck, das hat ihn so ein Messer. Oh, Messer. Oha. Oha, okay, das ist krass. Ja, kannst du mal bitte von meinem Auto weggehen? Das ist nämlich neu und das verkaufe ich gerade im Autohaus. Es wäre nice, wenn du es nicht kaputt machen würdest. Das ist nämlich sehr teuer, Touren. Steig ein! Warum einsteigen? Ja, okay, ich steig ein. Schön, dich zu sehen, Touren. Ich habe dich ja lange nicht gesehen. Wir hatten ja Ja, ich bin gerade wieder zurück aus Dubai. Ja, wie gefällt dir das Auto? Ist das so ein Auto mit deinem Geschmack oder was? Driftet ein bisschen. Driftet ein bisschen, ja, aber sonst ist die Performance eigentlich ganz gut, sag ich dir. Ja, Touren, wenn das hier vielleicht... Lass ihn weg! Ey, Touren, hör auf, schieß dir nicht Leute ab. Der blitzt schnell aus, ja, okay. Wusstest du eigentlich, dass hier eine neue Autoschieber-Mafia unterwegs ist? Was? Ja, und wusstest du eigentlich, dass ich bedroht und angegriffen worden bin in meinem Autohaus? Von wem? Ja, ich weiß nicht von wem, aber jedenfalls, die haben auch gesagt, Touren... Ist ein Hurenmann. Warte. Ja? Oh, warte. Was ist los, Touren? Steig mal bitte lieber. Also, Touren, du hast markiert was, ja? Soll ich da die... Ja, aber Touren... War dahin. Ja, okay, ich war schon los, aber die... Nee. Ich will dir nur direkt sagen, Touren, du sollst dich jetzt erstmal beruhigen. Ich will ja nur mit den Leuten vernünftig reden, aber die wir haben... Wir reden, Noel. Nicht reden? Wir reden. Okay, wir reden, ja, weil ich will jetzt auch keinen Stress haben, weißt du, wenn wir mal zu doll Stress machen, dann kommt das alles auf Stani Performance zurück und dann kriege ich nur mehr Ärger mit dem Autohaus. Leute, und ich weiß, die haben uns zwar ein bisschen angegriffen und so alles, aber wenn wir jetzt wieder durchdrehen, wisst ihr, das ist das Ding, Leute, wenn wir jetzt wieder durchdrehen, dann werden mich wahrscheinlich auch wieder die Nächsten angreifen und eigentlich will ich ja keinen Stress, ich will nur ein paar Autos verkaufen und will das jetzt... Ich bleib hier stehen bleiben? Touren, holst du dir jetzt zum Reden oder was? Touren! Holst du dir jetzt zum Reden? Ja, sowas. Ey, wer bist du? Bro, hey. Oh mein Gott. Da! Da! Bro, Touren, was? Na! Das war doch... Smart Spoiler Gaming! Keine Angst vor mir haben! Was ist passiert? Wer ist da drin? Ja. Polizei! Touren? Niemand sollte euch mit seinem Vorbild anlegen! Ich in die Hände hoch! Bitte, komm sie nie wieder! Ja, ich komme, Touren!
Nimm das in die Hand hier. Warte, ja, ich nehme das in die Hand. Ja, danke, Tuhan. Bitte, meiner Mama, bitte. Verprügel den. Ja, hast du da. Oh, Tuhan, sorry, Tuhan. Warte, sag's auf den kaputt. Verprügel den. Ja, du kriegst das. Da kommen seine Leute. Ah. Wo sind deine Leute? Wo sind deine Leute? Ich zieh sie zurück. Tuhan, findest du nicht, dass wir ein bisschen über... Okay, Leute, ich muss weiter verprügeln. Tuhan, findest du nicht, wir haben ein bisschen übertrieben? Nein, noch nicht. So, ich bin fertig, oder? Ja, der Typ macht ja nichts mehr. Hörst du mich noch? Ich höre dich. Au. Ich weiß, dass dein Name Flank ist. Flank, deine Frau Elisabeth wird in dieser Sekunde gerade entführt von meinen Männern. Bitte, du. Deine Kinder sind gerade auf Zulaufsleise. Oh, hoffentlich kommt das Flugzeug an. Bitte, wenn du nicht willst, dass das Flugzeug abstürzt und deine Frau nie wieder auftaucht. Nein. Ja. Wenn du willst, dass die auftaucht und die Kinder sicher ankommen, überschreibt das Auto aus jetzt Danny. Danny, komm her. Zufällig habe ich ein Slime da von meinem Anwalt geplüft und das Slime Flank. Nimm dir den Finger ab. Das Slime ist Danny. Ja, ich habe unterschrieben. Nimm meinen Finger. Und weißt du, was das Ding ist? Bitte, ja. Du hast 2 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Wenn nicht, dann passiert deinen Kindern oder der Flau was. Kannst ich wünsche dir einen schönen Tag. Wir fahren weiter. War schön, Geschäfte helfen. Zu machen. Bitte, ich muss aufstehen. Tuan. Ja, bitte? Wir wollten doch eigentlich nur mit denen reden. Findest du, wieso? Haben wir doch. Findest du nicht, dass wir ein bisschen zu doll ausgerastet sind? Nö. Nee? Nö. Du hast das ganze Auto aus abgefackelt, alle Autos hochgejagt, die Typen. Warte, zurück! Wir müssen nochmal zum Flank. Okay, Flank! Wo bist du? Oh, da ist hinten ist er, will abhauen, glaube ich, Tuan. Flank! Was? Nein, du bitte! Du bezahlst die Renovierungskosten, dann nutzt das Haus sofort in die Gab. Ja, mach ich. Willst du auch Autohaus wieder reparieren? Tuan, ich wollte eigentlich gar kein neues Autohaus. Ja, dann verkauf's wieder. Ja, nee, Leute, wir haben ein neues Autohaus. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, was ich damit machen soll, aber ja. Tuan, du hast hier irgendwas wieder. Hier ist doch Stani. Hier ist Stani Perform. Nein, fahr weiter! Warum? Mann, du kennst mich. Wenn du mal durchziehst, ist es komplett durch. Was meinst du? Was willst du jetzt durchziehen? Mann, fall dahin, wir haben noch ein Geschäft zu erledigen. Ja, okay, alles klar. Also, hast du da noch ein wichtiges Geschäftstermin oder was? Wir haben ein Geschäft. Warum wir? Okay, arbeiten wir jetzt. Weil ich das so sage. Okay, alles klar. Na, mitkommen. Tuan, was wollen wir jetzt hier? Komm mit. Das ist auch so ein Tuan, guten Tag. Ja, schönen guten Tag beim Luxusauto. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir müssen reden. Lassen Sie uns in Belo gehen. Reden. Leute, ich finde den Typen jetzt eigentlich nicht schlimm und der hat auch nichts gemacht. Ich hoffe, Tuan wird den jetzt nicht platt machen, aber so wie ich Tuan kenne, wird er jetzt wieder komplett durchdrehen. Aber gut, ich bin gespannt. Setzen Sie sich da hin. Ja, der Herr. Tuan, das ist doch eigentlich der Chefplatz da. Ich weiß. Ich bin gastfreundlich. Ja, was kann ich für Sie tun? So. Wie läuft Ihr Auto aus? Ich kann sehen, bei Ihnen läuft ganz gut. Ist dick. Ja, es läuft. Warte, ja, die Geschäfte laufen gut. Die Geschäfte laufen gut. Deswegen bin ich hier. Ja? Weil ich will, dass sie weiter gut laufen. Muss ich sie leider dann informieren, dass sie sich ein anderes Luftfeld finden müssen. Weil ich habe mitbekommen aus Insider-Informationen, die Autobranche wird bald sehr stark untergehen. Oh, das sind ja wirklich Tuan, wie die Autobranche wird. Demnach biete ich Ihnen jetzt eine gute Option an. Verkaufen Sie alle Autos. Ja, einen günstigen Preis. Hier, mein Freund hier in dem Land wird Ihnen 10.000 pro Auto bieten. Oh, und dann können Sie noch einen Laden aufmachen. Wie wär's mit dem Supermarkt? Die sind ganz gut. Aber das oder wie wär's mit der Autowasseranlage? Dann können Sie zusammenarbeiten. Ich mach doch Minus dann. Nein. Sie verdenken falls. Sie könnten genauso gut alles verlieren und haben Sie null. Aber ich biete Ihnen eine Lösung, eine Lettung. Ich bin ein guter Mann. Ja, Sie sehen sehr nett aus, da haben Sie recht und Sie haben auch einen sehr netten Freund. Ja, wenn die Wirtschaftslage sich ändert, ja, ich kaufe es, okay. Ja, Sie haben wohl recht, ja. 10.000 plus Auto? 10.000? Nein, kann ich nicht. Was ist denn los mit Ihnen? Verschwinden Aber Sie! Schauen Sie mal! Raus. Wer sind Sie überhaupt? Wollen wir Sie jetzt mal mit Ihr erklären, warum 10.000? Tuan, komm mal her, Tuan.
Was? Du musst dich beruhigen, ich will doch hier nicht mit dir... Erzähl mir Geschäftemacher! Okay. Ja, Tua, du bist der Geschäftemacher, Leute. Schauen Sie mal. Ja, was ist, denken Sie, was das Auto wert ist? Ja, 90.000, ja, Minimum. 90.000, so. Jetzt hat er aber Blanzzähne. Was ist denn los mit denen? Verschwinden Sie! Wow, das schlägt Tua, Leute! Jetzt gehen Sie mal raus, das schlägt Tua, die Blanzzähne hier! Ja. Kommen Sie die Polizei. Autohaus. Ja, aber natürlich. Ja, Auto. Das Auto ausblenden. Guck mal, so, das Auto wird Ihnen nicht mehr 10.000 geben. Autohaus. Oh mein Gott, Alter. Ey, hör mir zu, hör mir zu. Guck mich an. Ja, was? Das sind schon mal 10.000 weniger. Nein, nicht meine Autos. 20.000 weniger, 30.000, 40.000, 50.000 weniger. Jetzt reicht's aber mit Ihnen. Laufen Sie die Polizei an, laufen Sie die Polizei an. Ich bin ruiniert. Laufen Sie die Polizei an. Ruf ich auch, hallo, spricht die Polizei? Hallo? Ja, schönen guten Abend, was können wir denn tun? Hier ist ein Krimineller, ein Asiate, der rasiert hier alles. Hallo, ich bin's. Alle Leitungen sind gerade besetzt, wir müssen weiter, tschüss. Was? Nein, aber... So, wenn du nochmal in die Autoblonze rein willst, dann werden deine Autos nicht explodieren, sondern ich fange an mit deinem 4-jährigen Sohn, mit deiner 18-jährigen Studententochter, deine Frau wird als nächstes langkommen und du wirst als letztes explodieren, wenn du 10 Jahre lang mit der Klammer gelebt hast. Hab uns was an? Ich bin der Teufel, wenn du noch ein Auto aufmachst. Ja. Leutnik, viel Glück beim neuen Business. Mach gut. Ruiniert. Hast du auch mal Hunger, wenn du jetzt ein erfolgreiches Business gemacht hast? Lass uns was essen gehen. Ja, Tuan, ich habe eigentlich keine Zeit zum Essen gehen. Ich muss jetzt noch ein paar Autos verkaufen. Ich habe den letzten Tag echt wenig Autos verkauft und alles drum und dran. Ich muss dir echt alles beiblingen. Ja, guck mal, ich habe sehr teure Autos. Fahr zu dir, komm, fahr zu dir. Okay, ich fahr zu mir. Was soll ich jetzt bei mir machen? Du willst Autos verkaufen, oder? Ja, also wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Werbung schalten fürs Autohaus wieder. Ah, was Werbung schalten? Wir machen auf Oldschool. Weil ich sag dir ehrlich, Tuning läuft schon sehr, sehr gut bei mir, Tuan. Also Tuning ist wirklich babamäßig. Da kommen die Leute eigentlich jeden Tag mindestens ein, zwei Autos tunig. Verkaufen könnte noch ein bisschen besser werden, dass ich halt noch ein bisschen... Ich zeig dir, wie das geht. Okay, alles klar. So, wie fällt es mir? Mag LKW, 2 Autos. Leistend verkaufen? Ja, ist mir egal. Also 2 Autos soll ich aufladen auf dem LKW oder was? Ups. Au! Ja, ich will auf jeden Fall den hier loswerden. Den wollte ich schon lange loswerden hier vorne. Ja, komm, LKW aus, pack 2 Autos, ich warte vor der Tür. Ich muss mal Telefonate füllen. Okay, Leute. Oh, ich muss mal den LKW von unserer alten Stadt die Performance holen, Leute. Ich hol die mal schnell und dann werde ich die Autos aufladen und dann mal gucken, ob Tuan vielleicht so jemand hat, der meine Autos kauft. Das wäre ja geil. So, Leute, ich habe jetzt hier unseren LKW geholt. Die Rampe ist schon ausgefahren und jetzt werden wir hier mal 2 Autos aufladen, die wir zusammen mit Tuan verkaufen. Warum? Ich weiß nicht, warum das eine Auto da von der anderen da noch steht, aber das könnte man theoretisch auch verkaufen. Aber das ist eh ein günstiger Karre, Leute, das brauchen wir eigentlich nicht. So, das Auto werden wir jetzt rauffahren, weil ich finde, das ist zwar ein cooles Auto, Leute, das passt aber einfach gar nicht zu Stani Performance. Wir haben ja jetzt eh das eine Premium Motor Deluxe Autohaus. Vielleicht könnten wir da so eine Autos verkaufen, halt so eine richtig krassen Autos, übertriebenen Autos, aber so eine Sportwagen, Leute, will ich, wenn denn, hier nur bei Stani Performance verkaufen. So, den können wir verkaufen und als nächstes würde ich noch verkaufen, ich sag euch ehrlich, den BMW da hinten würde ich gerne verkaufen. Den haben wir auch schon lange und der gefällt mir jetzt vom Aussehen auch nicht so krass fürs Autohaus. Da könnten wir, sag ich mal, was Besseres nehmen. So, der BMW ist zwar cool, Leute, aber wir hatten schon krassere BMWs und ich vermisse immer noch diesen alten, krassen BMW, Leute, den die Polizei zerstört hat. Den hätte ich gerne wieder, ey. Das war einer mit der coolsten gewesen. Also, der hier, Leute, der M6 ist natürlich auch nice, gar keine Frage, aber wir hatten definitiv schon bessere gehabt. So, Leute, der LKW ist vollgeladen. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch warten, wann Tuan kommt und da bin ich gespannt, ob er hier direkt einen Kunden hat und wie er das macht, dass er einfach so schnell Autos verkauft. Ah, mir vorne hingefallen. Ja, ich komme, Tuan. Tuan, wo hast du denn die ganze Connection her, dass du die ganze Zeit Autos verkaufst? Ja, du kennst mich. Ja, okay, wo sollen wir jetzt hinfahren? So, wir fahren jetzt hier hin. Was denkst du? Also ich würde sagen, für die beiden Autos, ne, würde ich gerne so 1 Million, 1,2 Millionen bekommen, sag ich dir ehrlich. Gott, wir kriegen 1,5 hin. 1,5 Millionen? Boah, das wäre schon... mit Garantie. Mit Garantie? Oh, Garantie würde ich eigentlich nicht auf die Autos geben, sag ich dir ehrlich. Nein, ne? Dass wir 1,5 Millionen bekommen. Ach so, ja, bei Garantie ist immer so eine Sache, wenn was an den Autos ist, dann kommen die mir hier, nix da, laufen nix da in die Werkstatt und nerven, da habe ich gar alles keinen Bock Bargeld, drauf. Bargeld, wir machen Bargeld. Bargeld sogar?
Oh, sehr gut, Leute. Oh, sehr gut, Leute. Dann müssen wir direkt hier, können wir das Geld direkt ausgeben. Und, oh, das ist nice. Wohin tun wir? Ich sehe die Markierung nicht mehr. Ja, hinter Max Haus, da ist so ein Liesen anwesend. Okay, da fahren wir mal hin. Let's go. So, ist das hier ein Freund von dir oder was, der so Autos sucht? Ja, mehr oder weniger. Ja, aber, wow, was ist das denn hier? Starkmenschen? Oh mein Bro, was ist das denn hier für ein Haus? Tuan, was ist das? Tuan, was ist das hier? Hä? Ja, anwesend. Alter, Leute, was ist das hier für ein Anwesen? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wer wohnt denn hier? Der Autokäufer. Der Autokäufer. Achso, kennst du den? Richtig. Kennst du den mit Namen gar nicht? Ja, bitte? Kennst du den mit Namen gar nicht? Boah, ich habe seinen Namen wieder vergessen. Aber Tuan, wenn er so super reich ist, der hat sogar einen Helikopter, Leute, wie krass ist das denn? Aber wenn er so reich ist, dann hätte man dir eigentlich noch direkt andere Autos verkaufen können. Alter, guckt euch mal bitte das Haus hier an. Was muss das für ein Typ sein? Okay, ich bin jetzt mal wirklich gespannt. Ist der... bist du zu Hause? Hallo? Alter, oh Gott, der hat hier echt eine schöne Einrichtung, muss ich sagen. Also, es sieht hier sehr modern aus. Boah, so ein Haus hätte ich auch gerne mal später, Leute. Wir müssen uns auf jeden Fall auch noch ein Haus kaufen, weil wir haben zwar ein Autohaus, aber kein Haus. Deswegen, so ein Haus, sage ich euch... Oh mein... Bro! Hey, du! Ja, schönen guten Tag. Ja, kann ich dir helfen? Ich bin mit einem unablehnbaren Angebot da. Ach, das trifft sich gut, ja. Kommen Sie mal mit, ja? Danny, mach die Autos mal runter, wir präsentieren jetzt. Ja, hier sind zwei super Autos von Stani Performance, dem besten Autohaus in Los Santos. Hier haben wir einmal einen sehr, sehr starken und getuned von Stani Performance M6. Moment kurz, ich muss kurz einmal einsteigen. So, ich fahre das mal hier runter, zack. So, das ist das erste Auto. Dann haben wir noch ein Drift-Auto. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Auto, was wir hier haben. Das ist auch getuned von Stani Performance, Special Edition. Ist beide Autos 1,5 Millionen laut Tuan. Ja, aber ich kann nicht ehrlich sein, ja? Ja, ja, ja. Natürlich, da wollen Sie kaufen, listig. Also, ja, das sind zwei sehr exklusive Autos, sagen wir es mal so. Nein, ich bin so Schmalspursachen nicht gewohnt auf diesen Anwesen. Entschuldigung. Du, Entschuldigung, hab noch eine Sache noch, ja? Ja. Wir können ja nochmal reden. Ja, genau, genau. Das hat ja Platin und Chrom, ja. Listig. Ja, ja, Motor getuned, alles. Aber das V8. Ja, V8, Turbo, alles drin. Ja, Interesse? Preis nochmal. 1,5 Millionen. Nein, stopp! Stani, ja. 1,5 war ein Blitzangebot, aber dadurch, dass wir jetzt halt mehr Papierkram und länger Zeit brauchen, machen wir 2,5, okay? Hey, Tuan, wir haben doch gar kein Papierkram. Wie hast du gesagt? Bargeld. Okay. 2,5 Millionen, da machen wir noch Trinkgeld von 100.000 für Vermittlung, ja, wegen Hauslieferung machen wir nochmal 400.000, machen wir jetzt immer 3 Millionen, wir sind alle zufrieden. Dann kommen Sie bitte mit zum Safe und dann, ja? Ja, aber der ist in der Garage. Oh, kein Problem. Wir laufen noch unten. Ich mach keine Fotzen heute. Ansonsten gebe ich dir noch ein neues Ohr. Ey, Leute, ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mit Tuan seine Geschäftspraktiken so konfirm war. Das Problem ist. Sani, slide mit auf! Du kannst lernen hier! Ja, ich schreibe die ganze Zeit mit Tuan, aber. Ich würde einmal hier das Geld dann bringen, ja? Ja, bringst du das Geld. Wenn du abhaust, werden wir alles hier in die Luft jagen. Nein, ich muss nur hier kurz ran. Ja, genau. Tuan, aber greifen denn dich so eine Leute nicht an oder so? Zurückangriff? Ja. Ich mag dich, Sani, du bist immer gut für Witze. Oh, du bist toll. Also sagst du, ich soll das in Zukunft auch so machen oder was? Ich mach das, safe. Ich gebe ihnen jetzt das Geld, ja? Ja, pass mal auf. Gib mir das Geld. Hey, geh weg, Sani! Ja, okay. Perfekt. Guck mal, was wir bekommen haben. Oh, 3 Millionen. Sehr gut. Kommen Sie bald wieder, ja? Ich werde jede Woche wiederkommen mit seinem. Auf Wiedersehen. Tschüss, dankeschön. Tschüss. Tuan, Junge, ich dachte, du kennst den, aber du hast den einfach nur mit Waffen bedroht. Nein, ich kenne den.
Ey, das war echt eine coole Aktion. Ich sag dir, ach so, ihr macht immer so unter Freunden so einen Spaß oder was? Ja, genau, das war nur Spaß. Ach so, krass. Wir wollen ein bisschen Action machen und so, weißt du? Ja, ich dachte zuerst, er kennt mich, ihr kennt euch gar nicht, aber dann auf einmal hast du den Spaß. Ja, krass. Ich hab seinen Namen noch nicht gewusst. Bro, das ist echt krass, du bist wirklich ein guter Verkäufer. Also sagst du, so soll ich das auch immer machen, oder was? Ja, listig, manchmal muss man die Leute zu ihrem Glück zwingen, weißt du? Ja, denkst du, guck mal, ein Baby? Der denkt auch, der kann alles im Mund oder wissen. Alle Babys wissen nicht, was gutes Essen ist. Und das war ein Baby. Denkst du, der freut sich über die Autos? Ich hoffe mal. Ja, ich denke schon. Ansonsten hätte soll er die behalten? Ja, ja, klar. Ansonsten hätte er die doch nicht gekauft. Der hat die doch gekauft. Er muss erst telefonieren. Ablesen. Nein. Alles gut. Er kann die behalten. Ja, genau. Ja, okay, Turan. Leute, das war's gewesen. Ihr wisst, was wir in der nächsten Folge machen. Da werden wir auf jeden Fall so durchdrehen. Ja, Turan? Wenn ihr nicht wollt, dass ich auch zu euch nach Hause komme, Auto verkaufe, lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Genau, Leute, lasst ein Like und ein Abo da, sonst kommt Turan zu euch nach Hause. Das war's gewesen. Checkt Turan ab und Enrico. Tschüss.